Hallo zu einer neuen Ausgabe Anstoß und wir haben was Besonderes vor. Wir haben diesmal nicht vor, obwohl es ein paar Updates gab und wir werden natürlich auch ein bisschen gucken, was hat das Update geändert mit dem Transfermarkt und so. Aber wir haben was Besonderes vor und zwar wollen wir schauen, wie fühlt sich Anstoß eigentlich an mit richtigen Originaldaten, mit der Bundesliga der neuen Saison, stellen die Gegner richtig auf, passen die Transfers, fühlt sich das die Tabelle richtig an? Und da werden wir mal schauen, wie das Ganze ist. Ich sag gleich dazu, ich kann die Daten nicht rausgeben. Das ist ein eigenes Ding, deswegen die kann man nicht weitergeben. Die basieren auch ein bisschen auf das, was die FM-Zocker gemacht haben und so. Und wenn man weiß, was da momentan zwischen denen passiert und so, da kann man momentan nichts rausgeben. Und so, das ist schade, aber es ist so. Aber wir schauen mal rein. Und das Ganze, und ihr seht schon, wir haben hier jetzt die Originalnamen, wir haben jetzt hier einen Kolomoani zum Beispiel schon. Und wir fangen natürlich mit unserer Taktik an, die wir spielen wollen. Und wir werden mal wieder einen individuellen Stil ausprobieren. Das ging zwar beim letzten Mal schief, aber wir schauen mal. Und wir wollen spielen mit einer Sturmspitze. Wir spielen tatsächlich mal so ein bisschen wie Frankfurt in Wirklichkeit spielt, mit zwei zentralen offensiven Mittelfeldspielern. Wir werden mit drei Innenverteidigern spielen. Und werden wahrscheinlich zwei Verteidiger hier haben. Und dann noch zentralen defensiven Mittelfeldspieler und zentralen Mittelfeldspieler. Und so sollte dann erstmal unsere Taktik aussehen. Die Anweisungen dazu, das heißt, wir werden ein bisschen offensiver angreifen. Probieren es zumindest mal. Position halten. In Frankfurt rotieren sie viel. Wir bringen trotzdem erstmal die Position halten. Kurzpassspiel, Ruhe ins Spiel, langsamer Spieler auf euch. Ich glaube, Ruhe im Spiel ist ganz. Nee, vertikal. Frankfurt hat schnelle Spieler. Und wir schalten auch sofort um, würde ich sagen. Über welche Seite wir kommen, ist schwierig, ne? Wir haben eigentlich die Mitte gut besetzt. Gegenpressing sollten wir machen und im Mittelfeld pressen wir mit. Machen wir nicht voll Angriff, wir gucken mal mit dem Pressing so ein bisschen, wie das aussehen wird. Und dann gehen wir mal an die Aufstellung und dann machen wir mal erstmal schnell den Co-Trainer aktuell. Den Rest passen wir dann schon noch an. Ihr seht, Pellegrini ist jetzt hier, Touré, Hasebe, Tuta, Endika, Jakic, So, Götze und Kamada und Kolomani und natürlich Trapp im Tor. Das sieht ganz passend aus. Wir werden dann mal gucken, ob wir dann noch ein paar Wechsel machen. Das machen wir aber vorm Spieltag. So, jetzt wollen wir aber mal auf den Transfermarkt. Und zwar haben wir ja wirklich zwei Rechtsverteidiger, drei Rechtsverteidiger, das ist ein bisschen viel. Und Chandler ist ja auch schon 32. Und deswegen, gerade weil wir ja auch noch Knauf haben, wenn wir ein bisschen offensiver spielen wollen, würde ich den Timothy Chandler tatsächlich auf die Transferliste setzen. Und ihr seht, der Marktwert von Chandler ist 3 Millionen. Das sind die neuen Marktwertanpassungen. Ich glaube, die passen einigermaßen. Wir bieten den zum Kauf an. Haben wir noch einen Spieler. Wir haben den Paxton Aronson. Der wird bei uns nicht viel spielen, glaube ich. Hier. Der ist ja erst 18 Jahre alt. Stärke 7. Ich glaube, den werden wir mal verleihen. Auf Leihe ohne Kaufoption. Hat aber 9 Millionen Marktwert, wie ihr seht. Und auch mal andere Marktwerte reinzugucken. Also wir schauen mal Kolomoani an. Der hat 26 Millionen. Das finde ich eigentlich ganz passend. Talent 4 Sterne. Ausdauer, frische Motivation. Die Form. Hassfigur beim Publikum wäre in Wirklichkeit nicht so. Aber da schauen wir mal. So, jetzt gehen wir mal auf den Transfermarkt und was könnten wir denn gebrauchen? Falls wir offensiver werden wollen, bräuchten wir vielleicht noch einen linken Mittelfeldspieler. Linkes Mittelfeld, also nicht Abwehr. Sondern wir bräuchten vielleicht noch jemanden fürs linke Mittelfeld. Linkes Mittelfeld. Da war's. Wie gesagt, da müssen sie echt noch die Position dazu nehmen. Wir könnten jetzt Gerrit Holtmann holen oder Tobias Kempe. Aber wir gucken mal, ob da noch ein interessanter Name dabei ist. Eric Tommy von Sporting Kansas City. Jeffrey Schlupp, Jakobs Ismael. Wir haben hier noch Sunny Kittel. Wir könnten Sunny Kittel zurückholen zur Eintracht. Ne? Das machen wir doch mal. Wir holen Sunny Kittel zurück. Er ist jetzt auch schon 29. Aber wir bringen doch mal Sunny Kittel zurück zur Eintracht. Hat einen Marktwert von 810.000 noch. Das klingt jetzt nicht so begeisterungswürdig. Ist, glaube ich, auch ein bisschen unpassend. Aber schauen wir mal. Bringen also Sunny Kittel zurück. Den wir jetzt nicht scouten.
Wir sollten im Sturm sind wir gut. Wir sollten noch einen Torwart finden. Da würde ich aber einen scouten vielleicht. So einen zweiten Torwart. Ein zweiter Torwart wäre normalerweise, sagen wir mal, wir wollen ja Trapp nicht ersetzen. So bei Stärke 7,5 bis 8,8. Vielleicht finden wir da was Nettes, den wir mal scouten können. Am besten auch nach Alter. Sortieren wir mal nach Alter. Einen jungen Torwart, den wir scouten können. Ne? Das klingt doch gut. Was haben wir denn da? Dann scouten wir doch mal bei den Torwart von Startrennen hier. Den scouten wir mal. Genau, dann gehen wir noch in die Jugend. Die Jugend ist, glaube ich, noch nicht neu. Die ist nicht mit Originaldaten natürlich. Haben wir einen talentierten Jugendspieler? Oh, wir haben hier haben wir den Lothar Ziegler. Den nehmen wir doch mal, Vertrag für die U23. Und wir haben hier den Johann Schulz. Den bringen wir auch mal in die U23. Ja. Haben wir noch was in der B-Jugend Interessantes? Nee. C-Jugend. Da ist hier der Gerhard Richter. Den sollten wir mal in die Akademie aufnehmen, auf jeden Fall. Sonst warten wir mal ab bei der Jugend. So, Transfermarkt waren wir. Ich glaube, das war es erstmal für die Woche. Im Stadion und Bereichen so machen wir nichts. Das habe ich ja euch schon mal gezeigt. Da soll es ja jetzt auch nicht drum gehen. Genau, neuer U23-Spieler. Das passt alles soweit. So, Timothy Chandler, da will Straßburg den holen. Bietet uns eine geringe Ablöse. Als er wert ist, wir verhandeln ein bisschen mit Straßburg. Komm, so ein bisschen höher könnt ihr schon noch gehen. Na dann, geht Chandler jetzt nach Straßburg. Und wir machen weiter. Und Aaronson Paxton, der soll zu Fellowstar der Label gehen. Wie auch immer. Leihgebühr, ja, die könnt ihr noch ein bisschen höher. Hallo, ihr kriegt ein super Talent. Jawohl. Paxton Aaronson ist auch weg. Gehen wir wieder auf weiter. Das könnte automatisch ablaufen, muss man auch dazu sagen. Sonny Kittel, ja, wir verhandeln ein bisschen, aber darum soll es jetzt wirklich nicht gehen. Das habe ich euch ja gesagt. Das sind noch diese Fehler mit, dass es niedriger wird und so. Da soll es gar nicht drum gehen. So, wir holen Sonny Kittel für 400.000 und Sonny Kittel kriegt mal die 16. Da soll es noch nicht drum gehen. Das haben wir ja gesagt. Das sind, habe ich euch schon die anderen Videos gezeigt, sondern hier soll es jetzt wirklich drum gehen. Wie fühlt sich das Ganze an? Wir machen übrigens die Gegenüberstellung. Es wird ja gegen die Bayern gehen. Die haben dann hier Neuer, De Ligt, Stanisic momentan da, Gravenberg und Musiala ins Mittelfeld. Das sieht nicht so klug aus von den Bayern, muss man sagen. Ich hoffe, dass das dann im Spiel anders ist. Es gibt ja auch die tägliche Transferliste, das kennt ihr. Ich finde die zu unübersichtlich, muss ich ehrlich sagen. Das sind so viele Transfers. Da gucke ich nicht nach, ne? Da gucke ich nicht. Selbst wenn ich hier aktueller Club machen würde, ja, und würde sagen, okay, dann gucken wir mal von hier, ist mir das zu viel. Ja, also wenn ich vielleicht nur Deutschland wissen will. Aber okay. Wir haben unsere Transfers getätigt, wir gehen weiter. Darum soll es ja nicht gehen. Sondern es geht ja wirklich darum zu gucken, wie realistisch ist das Ganze, wie passen die Ergebnisse. Ich werde übrigens mal die Chancenanzeigen hier anstellen. Es geht weiter. Sonst müssen wir haben jetzt auch das Training nicht umgestellt, groß oder so. Das sind ja alles Funktionen, die haben wir schon mal gezeigt. Sondern wir wollen jetzt wirklich mal schnell sehen, wie das läuft. Wie das alles passt. Wir sollten übrigens nicht immer ins Büro gehen. Das ist auch so ein bisschen... genau. Haben dann die Pokalauslosung, die ja als nächstes kommt. So.
Wir spielen gegen Eintracht Norderstedt im Pokal. Das sollten wir eigentlich gewinnen. Und jetzt kommt die Woche der Wahrheit. Jetzt geht es dann gegen die Bayern als nächstes. Da werden wir dann am Spieltag schauen, wie wir spielen werden. Ist eigentlich dieser Scouting-Bericht da? Habe ich den weggeklickt? Ah, schauen wir dann nach dem Spieltag mal. So, es ist Spieltag. Wir lassen den Co-Trainer nochmal automatisch aufstellen und dann gucken wir mal. Wir haben noch Alario und Boré. Boré ist besser drauf als Muani. Selbst Alario ist besser drauf. Rode mit einer 9,1. Kittel mit einer 9,7. Da haben wir auch Pellegrini, Lindström. Wird für Götze anfangen. Rechtes Mittelfeld hätten wir Knauf als Alternative zu Touré. Oh, Touré ist aber auch ganz schwach. Oh, Lenz ist viel besser drauf als Pellegrini. Onguene mit einer 9,8. Ist auch besser drauf als Sebe. Wie sieht das hier bei Buta aus? Das ist ähnlich. Was haben wir denn noch draußen? Wir haben Smolcic mit einer 8,9. Den nehmen wir statt mal Sebe mit. Wir haben Dina Ebimbe mit einer 9,7. Und wir haben Farid Alidou, wenn wir ganz offensiv gehen wollen. Ne, wir schauen mal. Wie werden die Bayern wahrscheinlich spielen? Es wird mir immer noch so angezeigt mit Tell auch vorne, also nicht mit Mané. Ich glaube das ja irgendwie nicht. Martin Otto, Stürmer, wird gegen Bayern wieder fit sein. Wer ist denn Martin Otto? Der ist doch dann aber Frankfurt 2, oder? Martin Otto, ist der bei der U23? Der ist bei der U3. Das interessiert mich Martin Otto. Also bitte, Leute. Okay, ja, wir haben alles soweit. Taktik. Sollen wir gegen die Bayern vorsichtiger spielen? Ich weiß es nicht. Na, wir probieren offensiv. In Wirklichkeit hat die Eintracht 6 Gegentreffer bekommen. Wir schauen mal. Ja. Wir schauen einfach mal gegen die Bayern. Und die spielen tatsächlich, wie angekündigt, mit Tell im Sturm. Also, merkwürdige Aufstellung der Bayern, würde ich sagen. Die haben aber schon die erste Chance hier. Also das ist dann doch ein bisschen komisch, ja. Choupo-Moting und Tell als zwei Stürmer. Musiala als... Aber sie haben ein bisschen umgestellt. Musiala als offensiver Mittelfeldspieler. Also das ist doch ein bisschen anders. Und jetzt haben wir Boré, der ja gut drauf ist und der den Innenpfosten raus hat. Wir sind mal gespannt, wie das Ganze hier aussieht. Ne? Nächster Angriff von uns. Und Rafael Santos und Manuel Neuer ist natürlich wieder in Bestform, muss man einfach sagen. Ja, also wir wollen, wie gesagt, wir wollen schauen, wie laufen die Ergebnisse, wie sieht das nach dem Spieltag aus, wie fühlt sich das auch an, mit Originaldatenanschluss zu spielen. Das ist ja, jeder von uns hat früher die User-Files genutzt für Anstoß und so und kennt das und hat dann auch ein gutes Gefühl gehabt dabei. Und wir hoffen einfach mal, dass sich das genauso dann anfühlt, ne? Wie so ein klassisches Anstoß. Es fehlen natürlich noch viele, viele Features, das wissen wir auch. Ich werde auch mal demnächst wieder in WAF reinschauen, in VR Football. Ich habe auch für Players 11, während hier Jamal Musiala uns das 1-0 reinlegt, ich habe für Players 11 Originaldaten gemacht von der neuen Saison. Da werden wir auch mal reingucken in die Daten und werden sehen, wie es da läuft und mal vielleicht wieder einen Spielstand machen. Mathis Tell trifft jedenfalls nicht gegen uns. Und wir haben jetzt auch mal wieder einen Angriff über Raphael Boré. Also wir machen wie immer, das erste Spiel machen wir mit 3D-Matches und dann machen wir die nächsten Spiele machen wir ohne. Aber einfach um auch mal das Gefühl zu kriegen, wie fühlt sich das 3D-Match an mit den Szenen hier. Ne, Mathis Tell hat jetzt die nächste Chance hier für die Bayern. Interessant ist, die wirklich Tell von Beginn an spielen lassen, also weiß nicht. Äh,
Die Bayern sind uns klar überlegen bisher. Ich weiß gar nicht, ob dieses Offensivspielen so klug war gegen die Bayern. Die haben jetzt hier Choupo-Moting frei, der zum Glück nicht das 2-0 macht. So. Also wir treiben mal unsere Spieler an ein bisschen. Und gucken mal. Ich glaube, wir schalten jetzt schon um. Wir schalten jetzt schon um, nicht die 3D-Szenen zu haben. Und wir werden mal ein bisschen die aus der Offensive rausgehen. Und hoffen einfach mal, dass wir irgendwie vielleicht ein 1-1 gegen die Bayern holen könnten. Es ist natürlich schwierig gegen die Bayern, ist immer schwierig. So, wir werden mal ein paar Wechsel machen. Also ein Dicker und Tuter spielen nicht gut. Wir bringen mal Smolcic für ein Dicker. So spielt nicht gut, dann kommt halt Rode. Und Touré ist auch nicht gut drauf. Dann kommt also Aurelio Buta mal rein. Das ist natürlich, muss ich schon sagen, das macht Spaß mit den Originalnamen. Das fühlt sich dann schon so an, die Entscheidungen zu treffen, wie man sie sich denkt. Ach, wäre es schön, wenn wir ein 1-1 gegen die Bayern machen würden, ne? Rode macht! Der eingewechselte Rode macht das Tor. Na, wunderbar. Ball in den Strafraum, Lindström, Neuer wird angeschossen, ja. Ja, wir kommen nochmal. Wir kommen nochmal. Wir nehmen mal Boré raus und bringen Kolomoani. Und für Lindström kommt mal der Mario Götze. Und Rode probiert es wieder gegen Neuer. Jetzt könnte nochmal die Chance sein. Götze. Wieder Moani. Ah, aber nee. 1-1 gegen die Bayern sind wir absolut zufrieden mit, würde ich sagen. Schauen wir mal drauf. 13-11 Chancen sieht okay aus. Ballbesitz war klar bei den Bayern. Ja, das sieht doch okay aus, würde ich sagen. Bei den Bayern gab es gar keinen Wechsel. Das ist halt auch ein bisschen merkwürdig, ne? Wenn es gar keinen Wechsel gibt, also da wird man ja schon einen erwarten. Schauen wir auf die übrigen Ergebnisse. Leverkusen, Hoffenheim. Dortmund gegen Augsburg verloren. Schauen wir mal auf die Elf des Tages. Das wären Schick, Vargas, Brünn Larsen, Geiger, Becker. Ja, wer ist denn Vignali? Weiß ich nicht. Vielleicht ein Neuer, genauso wie dieser Mamana. Das sind vielleicht neue Spieler, die sie geholt haben. So, jetzt geht's als nächstes in den Pokal gegen Eintracht Norderstedt. Da werden wir, glaube ich, ein bisschen rotieren. Spieltag. Und wir spielen gegen Norderstedt. Da werden wir ein bisschen anders spielen. Da bringen wir mal den Knauf ins rechte Mittelfeld. Wir werden mit Alario anfangen. Werden allgemein, wir werden Kittel bringen. Götze darf auch mal von Beginn an. Und dann nehmen wir mal noch den Hasebe mit. Und den Dina Ebimbe. Und ich glaube auch ein Alidu. Ein Alidu nehmen wir auch mit. Ja. Und dann schauen wir mal, wie das gegen Eintracht Norderstedt läuft. Ich glaube, dass wir das gewinnen. Ihr wisst, ich liebe diese Teamübersicht mehr. Und da ist es 1-0 und es ist Alario. Geht doch. Schön rotiert und Alario macht direkt das Tor. So wünscht man sich das ja, ne? Ach, Götze, mach ihn doch rein. Dann hätten wir die Ruhe bei einem 2-0. Ich hoffe nicht, dass wir gegen Eintracht Norderstedt verlieren. Das wäre ja dann schon
Das ist nur ein 1-0 und das ist mir zu wenig. Das ist mir wirklich hier zu wenig gegen einen Zweitligisten, nee, Viertligisten, Entschuldigung. Wobei den ihr Torwart auch gut hält anscheinend, muss man sagen. Also ja, wir sollten konzentrieren, uns weiter so spielen. Dann sollten wir das Ding eigentlich gewinnen. Und jetzt habe ich, glaube ich, wieder den Bug mit dem Auswechseln, dass das Auswechseln nicht geht. Der nervt mich sehr, muss ich sagen. Also ein Bug. Ah, jetzt geht's doch. Wenn man ein paar Mal hin und her klickt, geht's anscheinend. Wir bringen Lindström für Kamada, der nicht gut spielt. So spielt wieder nicht gut. Da muss ich echt mal überlegen, ob ich nicht mal von Beginn an Rode bringe. Wir bringen Hasebe für Tuta, wir stellen Hasebe mal in die Mitte und machen erstmal so weiter. Es hat wirklich nur 1-0, ist viel zu wenig. So, dann bringen wir mal Dina Ebimbe, dass der auch ein bisschen Spielpraxis kriegt. Und den Farid Alidou und gehen sogar noch offensiver. Das könnte jetzt voll schief gehen. Aber irgendwie wird das nur ein 1-0 gegen Norderstedt. Das ist ein bisschen arg enttäuschend. Ja, 1-0. Ich meine, man sagt immer, ein Pferd springt nicht höher als es muss, aber das hätte doch besser laufen können. Naja, schauen wir mal. Jetzt geht es als nächstes gegen die Hertha. Gucken wir uns mal die Gegenüberstellen an, wie Hertha wahrscheinlich spielen wird. Wer ist denn dieser Mamana? Der ist doch neu. Manuel Mamana, den haben sie neu geholt. Pekarek, Jovetic, Plattenhardt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schauen wir mal, wie es dann wirklich aussieht im Spiel. Ich würde wieder... sollen wir vielleicht auch gegen die Hertha offensiv spielen? Warum nicht? Ich würde aber tatsächlich mal einen Rode von Beginn an bringen. Und Boré wieder... Nehmen wir den mit. Nehmen wir den Pellegrini mit, den Smolcic, nehmen Smolcic wieder mit. Vielleicht probieren wir es wirklich nochmal offensiv gegen die Hertha. Könnte natürlich jetzt voll schief gehen. Ach, warum nicht? Warum nicht? Wie sieht es denn bei Lindström aus? Götze? Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie der Kaiser sagt. Ob das gegen die Hertha funktioniert. Ja, Sunny Kittel macht das 1-0, der Rückkehrer. Sehr schön. Und Boré mit dem 2-0. Ja, vielleicht ist diese Offensivvariante mit Kittel und Knauf. Vielleicht keine schlechte Idee, muss ich sagen. Mhm.
Na dann, loben wir sie mal. Okay, wir werden wechseln. Wie sieht's aus? Kamada und Knauf, beide mit Solala-Leistung. Dann bringen wir doch den Diener Ebimbe und den Lindström. Auch in der Abwehr nehmen wir mal den Onguene raus und bringen Smolcic dafür. Und Götze mit dem 3-0. Wunderbar, wunderbar. Also wir nehmen die Hertha richtig auseinander hier. So soll das doch sein. So, Boré. Wir geben mal Kolomoani noch ein bisschen Einsatzzeit. Boré hat aber gut gespielt. Und so kriegt auch nochmal eine Chance, noch ein paar Minuten mitzunehmen. Eieiei, Trapp lässt noch einen rein von der Reda, aber insgesamt natürlich ein souveränes 3:1 für uns. Dann schauen wir mal, wie die Tabelle nach zwei Spieltagen aussieht. Die Bayern haben verloren gegen Augsburg 3-0. Puh, das ist jetzt nicht wirklich... Schauen wir mal. Demirovic hat an dem Spieltag 2 Tore gemacht. Tigges auch 2 für Köln. Wie sieht die Elf des Tages aus? Ist in der Mutusami. Ja gut, schauen wir mal. Wenn man sich das jetzt noch mit Fotos vorstellen würde, ne? So die richtigen Fotos der richtigen Spieler, dann wäre das noch mal ein bisschen besser. Aber dass Bayern 3-0 gegen Augsburg verloren hat, ich weiß nicht. Das gefällt mir nicht ganz so. Wir nehmen vielleicht noch 1-2 Spieltage mit, um einfach mal zu gucken, wie sich das so anfühlt weiter. Also wie die Ergebnisse aussehen. Und auch hier wieder die Gegenüberstellung mit Bremen. Ja, das macht sogar ein bisschen Sinn, wobei man ja Füllkrug hier erwarten würde und das auch hier wieder einen Spieler nicht so auf der Position zu haben. So, wir gucken uns unseren Kader an. Ich würde sagen, wir bleiben bei dem Offensiven. Wir schauen nur mal ein bisschen, dass wir... Oh, Kolomoani und Boré sind auf demselben Niveau. Wir fangen mal an mit Kolomoani, wir rotieren mal wieder. Geben Soma wieder eine Chance in der Startelf, auch wenn ich es vielleicht bereue. Und Smolcic kriegt auch mal eine Chance in der Startelf. Wie sieht denn unsere Bank aus? Unsere... Ja, Touré... Nee, das passt so. Das passt so. Wir könnten eigentlich auch mal Kral auf die Bank setzen, ne? Wir könnten ja eigentlich mal... einen Torwart auf der Bank haben. So, wir sind im Wohnen-Westweser-Stadion. Wir schauen, wie es gegen Bremen wird. Die ja Dritter sind und wir sind Vierter. Also das ist das Topspiel am dritten Spieltag. Quasi so ein bisschen. Füllkrug sieht... Also ihr seht, Füllkrug spielt dann doch tatsächlich. Also man kann sich auf diese Gegenüberstellung nicht unbedingt verlassen. Das ist quasi wirklich nur eine Vorausschau, was das ist. Das finde ich ganz gut. Weil so weiß man eben nicht, was kommt. Und man weiß es ja auch in Wirklichkeit nicht, man hat eine Vermutung, also das ist dann doch ganz gut. Aber bisher ist Bremen wirklich stärker, scheint es.
einiges an Fouls jetzt hier, wie man sieht. Also wird doch ein bisschen härter. Die spielen ganz schön offensiv, habe ich das Gefühl. So Dingshi, Burke, wenn man das alles sieht. Das sieht offensiv aus. Und da ist ein Bomb mit dem Tor. Ein paar Flanke erhält für die Bremer. Also, da müssen wir doch mal antreiben, die Spieler. Ja, wir müssen wechseln, wir müssen wechseln. Götze, ganz schlechtes Spiel von Götze bisher. Jakic auch mit keinem guten Spiel. Dann bringen wir Rode und werden da ein bisschen offensiver. Und Tuta macht auch keinen... Also das sind alle irgendwie nicht gut drauf. Und Rode kommt wieder rein und macht wieder ein Tor. Also Sebastian Rode ist so ein bisschen unser Edeljoker bisher. Und dann Kolomoani mit dem 2-1. Es geht doch. Es geht doch, auch wenn da noch einer dran war. Aber Füllkrug. Ja, Lücke. Lücke nutzt die Lücke. Wir nehmen Kamada raus und bringen Alario. Wir werden noch offensiver hier, wie ihr seht. Aber es sieht alles nach einem 2-2 aus irgendwie, ne? Ja, 2-2 gegen Bremen. Und dann nehmen wir noch einen Spieltag mit. Wir sehen die Tabelle. Augsburg Erster. Die Bayern sind jetzt rangekommen ein bisschen. Nehmen noch das Spiel gegen Bochum mit und dann war es das für dieses Video. Es sollte ja nur ein kurzer Einblick sein, wie sieht das aus mit realen Daten. Wie fühlt sich das an? So, es ist Spieltag und wir haben einen Ausfall. Wir haben Knauf, der verletzt ist. Was hat er denn, der Knauf? Grippe hat er. Grippe hat der Ansgar. So, dann bringen wir Junior Dinja im Bimbe. Nehmen Buta noch mit auf die Bank. Was haben wir hier jetzt hier? Kolomoani ist sehr gut drauf. Rode. Der eigentlich unser Edeljoker ist. Den sollten wir auch vielleicht als Edeljoker lassen. Gut, dann probieren wir es mal. Wir schauen mal, wie könnte Bochum spielen. Mit Musee und Zoller vorne, mit Janko, Lucida. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich sag, wir gewinnen das Ding sogar mit 2 Toren. Und dann schauen wir mal, wie das Spiel läuft. Also es macht schon Spaß mit den Namen. Das muss man sagen. Die Namen geben dem noch mal ein bisschen Pfeffer. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, in ein paar Jahren hast du eh keinen Originalnamen mehr. Das ist richtig, aber so für den Beginn fühlt sich das für mich gut an, weil man kennt halt die Spieler, man weiß, wer das ist. Und das fühlt sich ganz gut an. Kolomoani macht das Tor zum 1-0. Das heißt, man kann halt direkt beim Scouting so ein bisschen wissen, okay, der Spieler bringt was. Man hat... Für mich zumindest habe ich direkt eine andere Bindung dazu, weil das die realen Spieler sind am Anfang. Und deswegen macht mir das eben Spaß, weil ich eben weiß, okay, das ist jetzt Kolomoani, der macht das Tor, Götze ist da. Es macht für mich auch, muss ich sagen, tatsächlich taktische Entscheidungen leichter. Es ist zwar schon so, dass wenn man, ich habe jetzt schon ein paar Mal Anschluss gespielt, oh, Kolomoani mit dem zweiten, schon ein paar Mal Anschluss gespielt und habe dann auch
natürlich nach den Stärken der Mannschaft geguckt und so. Aber so weiß ich einfacher, okay, den bringst du jetzt auf die Position. Man hat das automatisch im Kopf irgendwie, wenn man die Spieler ein bisschen kennt. Dann sind wir doch mal begeistert. Damit wären wir übrigens Dritter wieder, ne? Wir wechseln trotzdem mal. Denn tut er schon wieder mit keiner guten Leistung. Und auch Kamada überzeugt nicht, also kommt da Lindström. Aber das ist eben das. Man hat da so eine andere Bindung irgendwie zu der Mannschaft und den Spielern. Und so macht das 3-0. Ist doch gut, dass wir dem so die Chance gegeben haben. Noch Jakic. Komm, wir bringen unseren Edeljoker. Wir führen eh 3-0. Da müssen wir nicht mehr ganz so defensiv da sein. Im Mittelfeld. Bringen wir noch unseren Edeljoker. Das ist doch schön. So ein 3-0 gegen Bochum ist echt schön. Dinan Bimba hat sich auch noch verletzt. Das ist natürlich jetzt bitter. Das ist, unsere rechte Seite fällt dann komplett aus. Das heißt, wir bringen jetzt Buta und stellen den jetzt auf die Rechtsverteidigerposition. Und auch so verletzt sich. Haben wir überhaupt noch einen Wechsel? Wir haben noch einen. Haben aber, glaube ich, keine Wechselphase. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt wechseln dürfen. Schauen wir mal. Würden wir ihn überbringen? Würden wir einen Lenz bringen, ne? Ja, wir dürfen nicht. Nee, wir dürfen nicht. Das heißt, es ist jetzt einer weniger. Ja, das war's gegen Bochum. Klar gewonnen. Schauen wir auf die Tabelle, wie es aussieht. Die Bayern haben schon wieder verloren. Ja gut, gegen Dortmund ist okay. Gladbach Tabellenführer. Wer ist denn hinten drin? Leverkusen, das passt ja sogar. Freiburg passt nicht ganz. Mainz ist auch okay, würde ich sagen, da hinten drin zu sein. Die Überraschung ist Bremen. Zusammen mit Augsburg und Schalke. Ist schwierig. Ist schwierig. Also man hat die Originaldaten. Es scheint doch ein bisschen mehr random zu sein, als man es vielleicht erwartet. Oder zumindest jetzt, es sind ja nur 4 Spieltage, man müsste es nach 16, 17 sehen, ob sich da ausgleicht. Aber ja, es sieht doch so aus, also Leverkusen da unten passt ja sogar, aber ich weiß nicht. Da muss man doch mal ein bisschen gucken, noch nach den Stärken und so. Die 11 des Tages, Timo Werner ist da. Okay. Wie lange wäre denn Mbimbe verletzt? Schauen wir mal. Wir schauen noch mal kurz im medizinischen Bereich. Und Knauf hat die Grippe, der hat einen Schleimbeutelverletzung, wäre gegen Leverkusen, Muskelkrämpfe, wäre auch gegen Köln. Das ist ja das nächste Spiel. Das heißt, wir sind eigentlich fürs nächste Spiel aufgestellt. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Das war, wie gesagt, einfach mal ein Test, zu schauen, wie funktioniert das, wie läuft das ab. Wenn man eben die Originalnamen hat, fühlt sich das besser an. Ich muss sagen, es macht noch ein bisschen mehr Spaß dadurch natürlich. Es ist trotzdem noch viel zu tun für das Anschlussteam, das sollten wir nicht verschweigen. Da gibt es noch einiges, was sie tun müssen. Wir schauen hier nochmal auf die Kader. Also da ist noch einiges an Arbeit vor denen. Ich hoffe, es gelingt ihnen, denn es würde Spaß machen, ne? Auch mit den Originalnamen. Und dann hat man das alles so, dann kommt schon wieder Fußballmanager-Feeling auf. Die Spiele gehen schnell, sogar ein bisschen schneller als bei We Are Football. Es ist Potenzial da. Ich hoffe einfach, sie nutzen es. Sie nutzen das Potenzial. Sie haben ein paar Anpassungen gemacht, die mir gefallen. Um da nochmal kurz drauf einzugehen, vielleicht schnell. Also sie haben zum Beispiel ja, wie gesagt, wenn man jetzt auf den Kader geht, die Marktwerte passen für mich mehr als vorher. Also wenn man sagt, ein Dicker sind 12 Millionen zum Beispiel. Also diese Marktwertanpassung hat wirklich gepasst. Mit Kamada 29 Millionen würde ich auch zustimmen. Christian Jakic 10 Millionen. Weiß ich nicht, aber insgesamt Lindström 14 Millionen passt für mich.
Da sind schon ein paar Werte dabei, wo ich sage, ja doch, die könnten passen. Nicht alle, aber man merkt, dass diese Verbesserung an den Marktwerten definitiv was gebracht hat. Deswegen schauen wir mal. Also wenn die weiter solche Verbesserungen bringen, wie die Marktwertsberechnung und so, wenn da jetzt die nächsten Wochen Updates kommen, dann kann das, glaube ich, ganz gut werden. Und damit soll es das gewesen sein für diese Folge. Und Entschuldigung, ich war hier nochmal kurz abgelenkt. Damit soll es gewesen sein für die Folge. Und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Mal sehen, was ich dann mache. Also ich mache nur was zu Anstoß. Immer sage ich ja, wenn ich was habe, was ich ausprobieren will oder schauen will oder es ein paar Patches gab, um euch dann ein Update zu geben. Und ansonsten versuche ich demnächst mal wieder Players 11 zu machen. Ich wollte auch mal in Football Live reinschauen. Aber schauen wir mal, was wir machen. Dann bis demnächst und hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche.